Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir die Groundbreaker richtig unter die Lupe genommen und haben da alles geklaut, was wirklich ging, haben Geheimwege entlarvt und nun geht es weiter mit unseren Missionen. Viel Spaß! Das heißt, wir müssen zu Rest and Go zurück. Oder hast du noch eine Schlüsselkarte für mich? Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Remember? What do you think you're doing? Nee, du kannst doch nicht hören, nichts hören, oder? Oh, my mistake. Ich habe gerade gesehen, wie er rübergeguckt hat. Der Drecksack. Wir müssen echt aufpassen auf die Blicke von denen. Aha. Ich habe noch eine Schlüsselkarte, alles klar. Jetzt brauche ich noch eine. Okay. Den kann ich nicht beklauen, ne? Ist hier sonst noch irgendjemand, den man beklauen könnte? Huch. Was haben wir denn hier? Hier lebt jemand. Penner-Tagebuch. Ich habe zwei Konzern Frachtern, ich habe auf zwei Konzernfrachtern gearbeitet, bevor ich hier gestrandet bin. Jeder hat mich jammern gehört, keiner hat mir zugehört. Für die bin ich bloß Hintergrundstrahlung. War nicht meine Schuld, dass der Captain früher los wollte. War nicht meine Schuld, dass keiner das Mannschaftslog angeguckt hat. War nicht meine Schuld, dass sie mich einfach so ersetzt haben. Ich sitze hier im Dreck, ohne Bits und ohne Bett. Nicht anders als der restliche Groundbreaker will hier. So lebe ich und wenn ich... Wann hast du das schon wieder geschafft, Shiva? Hä? Die armen Ameisen. Da wühlt sie meine Ameisenfarm rum. Ich fasse es nicht. Ich sitze hier im Dreck, ohne Bits und ohne Bett. Nicht anders als der restliche Groundbreaker-Müll hier. So lebe ich. Und wenn mich keiner in eine Mannschaft aufnimmt, sterbe ich auch so. Ich muss den Typen finden. Hier geht's zurück, ne? Ist das derselbe wie, als wir unten waren? Kann das sein? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier gleich so ein Miniboss kommt. Wirkt auf jeden Fall so. Huch. Wo bin ich denn hier reingeraten? Erstmal alles klauen, was geht. Alter, ganz klar. Krankenstation, Schlüsselkarte. Ich bin jetzt in der Krankenstation. Ohne Sekunde. Quarantäne. Looking sharp. Hi. Oh, lol. Informationsraum. Hier kamen wir her, oder? Ich weiß, das ist verwirrend. Tatsächlich. Das ist ja lustig, dass ich direkt hier gelandet bin. Wo ist denn die Troller, die ich jetzt suche? Medizinischer Patientenbericht. Patient verspürt ungewöhnliche Nebenwirkungen nach der
Kryonisierung der letzten Reise, beklagt sich über längere Tage und mehr Langeweile, als würde die Zeit selbst langsamer werden. So schwere Komplikationen habe ich noch nie erlebt. Habe eine höhere Stim-Dosierung verschrieben. Ich bin zwar optimistisch, was die Symptombehandlung angeht, aber der Ursprung macht mir Sorgen. Ich werde mich bei ein paar Megafrachter-Crews und einigen Konzertärzten auf Terra 2 melden. Aktualisierung. Ich habe erfahren, dass interstellare Mannschaften das Phänomen als Sprunggrippe kennen und jemanden kennt, der das schon mal hatte. In extremen Fällen ruiniert es Körper und Geist des Betreffenden komplett. Vorstandsmediziner, die wenigen, die mir geantwortet haben, bestanden darauf, dass sich der Patient die Symptome ausdenke, um seine Pflichten zu vernachlässigen. Ich glaube nicht, dass mein Patient simuliert. Aber wie beweise ich das, wenn der Vorstand sich nicht mal meine Indizien anschauen will? Ja, das haben wir auch hier. Guck mal. Hui. Zeit vergeht langsamer. Dürft ihr hier rauchen im Krankenhaus? Ich weiß ja nicht. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Ich will mich verschönern lassen. Ja, ich will mich wiederherstellen lassen. Mich verschönern, das hier ist doch die Krankenstation, oder? Sure is. You need a deft hand to straighten a busted nose or sparkle up those not so pearly whites? I'm your gal. Of course, there's not much cosmetic improvement going on at the moment. Not without my mechanicals. Where the law is Irion anyway? Ich soll dir von Wheeler ausrichten, dass du ihm wegen deiner Lieferung nicht mehr auf die Eier gehen sollst. Did he now? The mouth on that man. I swear his late mother'd be ashamed. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Ich könnte ja nach ihm suchen. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. A place is probably crawling with outlaws. Mal wieder. So ist der Typ da hinten böse auf mich. Und wer ist das, der da böse auf mich ist? Irgendwas ist hier böse auf mich. Oh, mehrere Leute, die böse auf mich sind. Sind das diese Banditen, von denen sie gerade gesprochen hat? Weil vorher war das nicht da. Hier ist die Toilette. Es müssen die Banditen sein. Aber wie kommen wir da hin? Hallo, ich würde gerne... Okay. Bricht ihr ruhig die Beine? Du bist ganz alleine hier. Ich brauch da noch einen Schlüssel. Ja, gib mir Getränke. Bitte, bitte, ja. Wasser. So. Sei vorsichtig. Eine der Ratten von UB hat heute nach dir gefragt. Wollte wissen, was du so trinkst, mit wem du redest, wie aggressiv du bist. Hat mir sogar Bits angeboten, hat die Bits genommen und ihren Haufen Lügen aufgetischt. Pass auf dich auf, wenn du wieder da bist. Ich will nicht, dass du in eine Müllschacht landest. Ort für ein Treffen der ISMV. Easy oder IC. Lange nichts mehr von dir gehört. Du bist gerade auf der langen Reise nach Deshkova, richtig? Hoffe, es geht alles gut. Wenn du wieder da bist, habe ich einen Ort, wo du dich mit den Deinen treffen kannst. Ist nur ein Lagerraum, aber ruhiger und sicherer als die Bar. Da sollten eigentlich alle deine Leute reinpassen. Es reicht. Guten Tag, wir haben den Vorstand nun bereits zum 10. Mal geprüft. Den Vorschlag nun bereits zum 10. Mal geprüft und sind nach wie vor nicht der Meinung, dass galaktischer Pilz eine akzeptable Geschmacksrichtung für ein Rizzo-Getränk ist. Selbst wenn wir diese Idee verfolgen würden, wiesen die mit geschickten Proben dennoch äußerst halluzinogene Eigenschaften auf. Das ungeöffnete Paket war bereits potent genug, dass es im Wareneingangsbereich zur Ausschreitung kam.
Eine weitere Kontaktaufnahme ist unerwünscht. Kostenpflichtige Filme. Hallo, Mr. Frachtkuh. Ist was Spezielles? Kann ich dir helfen? Konzertdienstaufzeichnung? Okay, nicht das, was ich wollte, aber gut. Von wem kriege ich den dritten Schlüssel? Was ist denn eigentlich hier drin? Was zu trinken? Nice. Dafür hat es sich jetzt nicht gelohnt, hier einzubrechen. Weil wenn ich jetzt irgendwie sterbe oder irgendwas schief läuft, alles für den Arsch. Eigentlich müsste ich zurück zum Schiff einmal kurz. Nur um sicher zu gehen. Wieso bist du hier eigentlich runtergesprungen? Tut das weh? Ja, natürlich hast du dir ein Bein gebrochen. Locker. Kann ja auch kein anderer beklauen. Das ist so fies. Oh, ich hätte so gern das letzte Stück. Schade. Rest and go, ja. Schade eigentlich. Du! What can I do for you? Don't take my word. Handeln wir. Have a look. Ich muss Dinge loswerden. Ah, ich hab's gekauft. Ich bin so ein Vollhonk. Oh, meine andere Pistole ist hier. Puh, Glück gehabt. Alles ist nochmal gut gegangen. Na gut, ich würde gerne zurück. Nur mal ganz kurz, um zu speichern. Aber wenn wir schon mal hier sind. How goes the hunt? I've been ruminating on it, and I decided, if you ain't killed McRed yet, I want you to hurt him a little before you do. Nothing excessive, mind you, but the scoundrel deserves a light beating at least before he kicks off. Es ist zu spät. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich töte nur human. Hier ist McReeds Feuerzeug. Ah, a shame. But I won't hold it against you. The lighter's enough to file for the insurance payment. Long as his fees are cleared, I'll call it justice served. Here's the bounty payout. Geld. With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. Geld. Wie viel? 1250, Olli Olli Taxi Free, zweimal, alles klar. Wie ist das so für den Sicherheitsdienst auf der Raumstation zu arbeiten? Do I look like your gossipy best friend? While I'm on post, I take my duties real serious. I would have no qualms whatsoever escorting you to a cell. Understand? Ich hab für dich getötet. Hey, so redet niemand mit mir. Okay. Oh, nee. Then get to business or get... Ich bin lieber ein bisschen vorsichtig, wenn ich seit einer Stunde nicht gespeichert habe. Da bin ich schon sehr vorsichtig. Alles klar. So, wir möchten... Fokus. 5 Sekunden nach jeder Tötung kein Fadenkreuz schwanken. War das nicht 10? Oder was bei der Handfeuerwaffe? Ist ja seltsam. Na gut. Sollen wir das hier erstmal hoch tun? Weiß nicht. Eigentlich müssen wir noch ein bisschen auf Lügen gehen. Ja, ich denke, das reicht erstmal. Machen wir noch ein bisschen hier auf Langwaffen. So, neues Vorteil. Was können wir denn hier machen? Verringert den Malus auf die Zielgenauigkeit, wenn du nicht stillstehst. Wenn du einen Gegner tötest, wird die Anzeige für die taktische Zeitindikation etwas aufgefüllt.
Erhöht den Schaden, den du mit wissenschaftlichen Waffen verursachst. Erhöht Lauf- und Aktionstempo, wenn die taktische aktiviert ist. Verursacht mehr Schaden an Schwachpunkten, wenn... Oh. Alles klar. Gefunden. So, jetzt haben wir Bonusschaden, wenn wir das aktivieren. Es ist eigentlich recht praktisch. So. Rein theoretisch. Weißt du was? Wir speichern erstmal, bevor wir jemanden wieder beklauen. Es wird mir ein bisschen zu heikel, wenn der Preis jetzt wirklich jedes Mal steigt. Hallo, spring. Hey, spring. Ich wette, dieser Penner ist Felix. Das bist du doch, Kollege, die ganze Zeit, ne? Going for a stroll around the docking base? The chief wouldn't let a couple hundred. Going for a stroll around the docking base? Wie, ich darf nicht zurück, hallo? Hey there, you mind stepping back? This charming little ship's been impounded and I'm afraid I can't let you near it till it's not. Kannst du mir dabei helfen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen? I'd surely love to, but that's just not my bailiwick. You'll want to have words with our representative here from the board, Mr. Udom Bedford. His office is on the promenade. Have yourself... Gut. Was die Entwickler hier nicht bedacht haben, ist, dass ich auf einen schweren Schwierigkeitsgrad spiele. Das heißt, ich muss halt extra ein anderes Gebiet betreten, damit ich abspeichern kann. Ist das schon ein bisschen fies? Wo geht's hier eigentlich lang? Ach so! Bin ich im Kreis gelaufen? Wäre völlig verwirrt hier. Okay, lass mich ganz kurz hier runter. Ah, oh, jetzt fühle ich mich sicher. Jetzt habe ich gespeichert. So, Freunde. Willkommen zurück auf der Groundbreaker. Wir beginnen eine neue Aufnahmesession. Und dafür werden wir direkt zu der Ollen gehen. Da wollten wir anscheinend noch eine Quest abgeben. Wieso habe ich hier nicht mal noch so viel Leben verloren? This is Halcyon News. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Wo waren wir stehen geblieben? So, freie Passage. Nein! Sprich mit Udom. Achso. Kaufe Gladys einen Navigationsschlüssel nach Stellar Bay ab. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Wir haben ja gerade eh abgespeichert, ne? Do you have Na gut, hätte ja sein können, dass sie sich alle freuen, dass er tot ist. Kann man nicht wissen. Voll lieber versuchen. Ich habe auch gerade die falsche Waffe, glaube ich, ausgerüstet. Die hier ist ja eher so für den Nahkampf, ne? So, wir befinden uns natürlich immer im Fernkampfmodus. Und wir gehen zu Gladys. Moment. Oder wir gehen nicht zu Gladys, wir haben nämlich noch andere Aufträge. Wahres Glück ist ein warmes Raumschiff. Hilft Junlei Tennyson, die Kühleranlage zu reparieren. Ja, das stimmt, das wollten wir machen. Dafür müssen wir wieder hier runter. Hätte ich das gewusst. Ich finde es übrigens immer wieder schön, dass der Ladebildschirm mich extrem hell macht. Ich habe nämlich das Spiel jetzt auf drei Bildschirmen offen. Ich habe das Spiel jetzt auf drei Bildschirmen offen. Rechts habe ich OBS, links habe ich das Originalspiel und in der Mitte habe ich die gespiegelte Version von OBS, damit ich meine Kamera sehe und sehe, ob es laggt. Weil ich hatte die letzte Zeit immer so Probleme mit Lagging. Deswegen muss ich jetzt quasi auf meiner Aufnahme spielen. Ich muss mich jetzt also immer selbst betrachten. So sehe ich wenigstens, wenn irgendwas im Weg ist. Wo soll ich denn hin? Irgendwie da hoch? Ihr müsst ja alles noch tot sein, ne? Ja, sieht so aus. Haben wir da nicht schon mal... Doch, da war doch hier der Mechaniker. Wieso haben wir das nicht alles mitgenommen? Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie wir da überhaupt hinkommen. Ja, hier war der Mechaniker, oder?
Ich habe hier auf jeden Fall ein bisschen was liegen lassen. Okay. Aber wo ist dann der Rest? Wie komme ich da hoch? Ah, wenn wir hier lang gehen. Ich hätte zwar vielleicht auch hier in der Seite lang gehen können, aber hier war ja eine Treppe. Ich kannte nur diesen Weg. Oh. Das heißt, wir sind hier gar nicht reingegangen. Noch hier jemand am Leben? Offensichtlich nicht. Habe ich gerade Schritte gehört? Müssen wir mal kurz nach den Katzen gucken. So, da hat irgendeine Katze rumgemeckert. Keine Ahnung warum. Hier geht's runter. Das ist wahrscheinlich der Wind, der draußen heult. Ah, steht sie wahrscheinlich nicht drauf. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Kamera leckt. So. Kühlkörperteil aufheben. Sehr schön, stört ja niemanden. Gut. Die Quest oben rechts brauchen wir eh nicht. Meine Hackfresse ist wichtiger. Ah, okay, ich verstehe. Na gut. Dann bringen wir mal Junle ihr wunderbares Teil. Ich habe die Teile für die Kühlkörper. Was jetzt? Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Mantilarven? Definiere klein. More than a few. Less than a hive. Nothing you can't handle. We were salvaging parts from a ship. Turned out there were eggs inside. They got into the radiators and here we are. Weniger als ein Nest. Wo ist dann das Nest? Ah, gut. Gucken wir mal, was wir ausrichten können. Was haben wir hier noch? Können wir was klauen? Können wir mit irgendjemandem reden? Als Maul, du hast nichts zu sagen. Oh, Werkbank. So. Jagdgewehr. Magazingröße, ja, nee. Wir hätten ansonsten noch... Ja, hier haben wir gar nichts. Aha, toll. Taktische Schrotflinte, ja gut. Magazingröße bringt da alles gar nichts. Weil der Rest ist bei mir, glaube ich, auch ein Raumschiff. Ich würde gerne eine Spieluhr. Dinge zum Verkaufen. Okay. Was sind Mantis? Ich wollte gerade sagen, ist das der Fahrstuhl? Das wäre ziemlich unlogisch. Ja, gut. Hoffentlich kriegen wir ein Ladescreen. Kriegen wir nicht. Wir müssen gucken, was diese Mantis sind. Ich weiß nicht, in welchen Modus ich gehen soll. Nah- oder Fernkampf. Jetzt weiß ich, was Mantis sind. Das ist gruselig. Hä? Bist du irgendwie bescheuert oder so da hinten? Dann macht er hier voll den Terz. Okay. Ich denke, hier kommen wir klar. Alter, wie langsam lädst du denn nach? Junge. Okay, es wird Zeit für unsere Schrotflinte. Die ist wenigstens leise. Und wir müssen hier auf jeden Fall in den Nahkampf. Das ist gruselig, Leute. Weniger als ein Nest, ja? Das waren mindestens 1000 Stück in einem Haufen. Und die sagt weniger als ein Nest. Naja, ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Shiva, das sind meine Kopfhörer. Ich bin
finde es ja sehr nett, dass du sie mir gebracht hast. Und jetzt leg dich schlafen. Ich weiß nicht, wo sie die immer findet, aber sie findet sie. Überall. Und dann schleppt sie zu mir. Rüstungsteile, nice. Ah, ich könnte auch hier gegenschießen, aber ich tue es einfach mal nicht. Shiva, das ist Farbe. Das ist Farbe, wirklich, glaub mir. Ja, wirklich. Sie geht wieder. Gucken, was sie jetzt für Scheiße baut. Huch. Bin ich zu nah daran gekommen? Ich glaube schon, ne? Regeneriert sich mein Leben gar nicht mehr? Ist das so? Aber ich habe eh Hunger und Durst. Naja, Durst eher gesagt. Und ich bin müde. Vielleicht sollten wir uns ein Energy reinziehen. Was haben wir denn hier? Energy? Ich habe wieder viel zu viel Zeug dabei. Punsch, Pseudo-Apfel, Tee. Also wir haben auf jeden Fall viel, viel Flüssigkeit. Wie sah denn nochmal der Energy Drink aus? Anti-Adrenalin-Inhalator. Alles klar. Da, du bist auch hier. Nice. Jetzt kriegen wir wenigstens ein bisschen Regeneration. Good news. Song tells me the security mechanicals booted up and killed a bunch of mantis. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are fused from the heat, so they're not too picky about who they kill next. Sneak past if you can. Shoot back if you need to. I can always fix them later. Alles klar, Schiffe. Alles klar. Ich verbrenne hier auch gleich, wenn es so weitergeht. Irgendwie ist es... keine Ahnung. Vielleicht bin ich aber nur blöd. Keine Gegner hier? Okay. Oh, ich sehe es auf der Karte. Verarscht mich doch hier. Hier ist einer. Holy shit! Okay. Mit solchen großen Dingern habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, da laufen jetzt so kleine Mini-Aufräumbots durch die Gegend. Offensichtlich nicht. Das ist die richtige Waffe. Pneumatischer Kolben. Wir ziehen uns mal einen Pseudo-Apfel rein. Bisschen Regeneration über Zeit. Tut uns schon ganz gut. Ich muss mal hier auf diese Dinger schießen, aber ich erkenne sie nicht. Da steht doch einer. Guckt euch die Potzer an, die da steht. Oh. Hat niemand gehört. Jetzt wirklich nicht gehört. Worker, prepare to be penalized for... Okay, jetzt haben sie es auf mich abgesehen. Aber die werden mich schnell vergessen, wenn ich hier durch die Gegend schleiche. Ich glaube fest daran. Oh, ich kann doch durchschießen.
Sah zuerst aus, als könnte ich es nicht. Okay, da geht's runter. Aber dürfte eigentlich nur ein Gegner sein. Ich glaube, der kommt hier gerade hoch. Gut, Nikowski. Hey. Okay, jetzt ist hier Ruhe angesagt. Hier will die Rüstungsteile. So, ja, wir müssen jetzt erstmal runtergehen, ne? Ja. Und das war's auch schon für heute. Schlussendlich gibt es ein einziges Problem, was mir jetzt momentan aufgefallen ist. Und zwar, wir müssen irgendwann schlafen gehen. Und das können wir nicht. Wir können nirgendwo anders schlafen als in unserem Raumschiff. Das liegt an unserem Schwierigkeitsgrad. Dieser Schwierigkeitsgrad erlegt mir auf, dass ich nur in meinem Raumschiff speichern und schlafen darf. Das heißt, wenn mir die Energie ausgeht, also zum Schlafen, dann bin ich tot. Darum müssen wir uns kümmern. Ich hoffe, das kriegen wir hin. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.